Wert der Geis ist bei uns markant aufgestiegen. Wir haben 15 neue Züchter in den letzten 3 Jahren. Das ist überdurchschnittlich. Im Vergleich sind es Zahlen rückläufig. Außer bei uns im Kanton St. Gallen sind wir immer noch in steigender Tendenz. Wir haben einen Haufen junge Leute, die Freude haben, um mit diesen Tieren zu arbeiten. Und durch die Anerkennung der neuen Geissprodukte, Käse, Würst, allgemein, die Marktlage hat sich dort verbessert, wir können mehr Absatz machen. Das widerspiegelt sich jetzt auch wieder in der Geisszucht, weil wir können auch noch Käse produzieren, wenn unsere Geiss gibt sie hin, es gibt auch Fleisch, wir müssen alles miteinander vermarkten und machen. Wir haben eine glückliche Lage, dass wir die Lösungen haben. Geiss können wir noch einsetzen, weiterhin zur Verbuschung zurückheben. In den Alpen, wir haben mehrere Projekte, die jetzt laufen, wir haben ein Talgebietprojekt, die laufen, die jetzt starten. Ein ökologisches Nutztier mit besonderen Eigenheiten, wie Geiss, die eigensinnig ist. Sie macht, was sie will, sie frisst, was sie will. Aber mit Nutzenleistung haben wir natürlich gegenüber von der Kuh eine extrem gute Leistung. Oder? Was die kleinen Geissle fast so viel Milch gibt im Verhältnis zu den Kühen, kann man sich fast nicht vorstellen. Also der Geiss interessiert mich die Schönheit und die Liebe der Tiere auch. Und dass die Leute einfach nett sind. Und dass sie Frieden haben miteinander. Und das ist eine gute Welt. Und hier ist jedes Jahr ein Fest. Da kommen ganz viele Geissen her. Mich interessieren die Geissen auch. Weil, jede ist anders, jede hat ein anderes Gesicht, eine andere Form. Eine sind kleiner, grösser, dicker und dünner. Das interessiert mich eigentlich am meisten.